Sag mal, Otto, was machen wir jetzt gerade hier in dem Büro? Falsches Büro, falsche Partei? Nein, nein, das ist ein SPD-Büro. Wir sind ja in der Ampelkoalition. Und da hinten, das ist wirklich, da ist die Bereinigungssitzung, geht da ab. Du weißt, was Bereinigungssitzung ist. Kannst du es nochmal genauer erklären vielleicht? Mal ehrlich, ich glaube, das können wir genauer erklären. Und zwar mit den beiden, mit denen wir hier immer den Haushalt machen. Ja, wir sind hier jetzt erkennbar im Büro eines Sozialdemokraten. Und eigentlich hat es diese Dreierrunde schon gegeben bei den Koalitionsgesprächen. Jetzt sind wir heute Abend hier, nebenan tagt der Haushaltsausschuss in der Bereinigungssitzung. Es ist 21.46 Uhr und die erste Frage erstmal, wie lange tagen wir heute noch? Ich sag 2.30 Uhr. Ich habe eine Wette auf 3 Uhr laufen. Ich hatte 3.30 Uhr, aber ich schätze, ich verliere. Jetzt kommt die Frage, warum, und das müssen wir vielleicht mal klären, warum tagen wir so lange und warum lächeln wir trotzdem dabei, dass es so ist? Das liegt daran, dass wir jetzt noch einmal den gesamten Haushalt durchgehen. Das heißt Bereinigungssitzung, also wir bereinigen nochmal den gesamten Haushalt und alle Ministerinnen und Minister kommen, müssen hier antanzen, müssen hier auch zum Teil stundenlang vor dem Ausschuss warten, weil wir hier natürlich nochmal viel Geld beschließen, Geld umschichten, Ausgaben kürzen, Ausgaben erhöhen, Personalstellen beschließen und natürlich müssen der Ministerinnen und Minister auch Fragen beantworten im Ausschuss und das dauert eben. Und wir lächeln, weil wir ein richtig gutes Ampel-Antragspaket haben, was, ja, was wir drei in den letzten 7 Tagen nächtelang, glaube ich, kann man sagen, verhandelt haben. Wenn ihr jetzt mal überlegt, was würdet ihr so als erstes sagen, was ist das Besondere bei dieser Bereinigungssitzung, was euch aufgefallen ist? Gut, wir haben einen Minister, der erkrankt ist zum Beispiel, das hatte ich noch nicht erlebt, ist aber so, wird auch von uns akzeptiert, aber sonst so Dinge? Ich finde, die Redebeiträge sind teilweise sehr kurz, was man von Koalitionsfraktionen gewohnt ist, weil wir natürlich auch die letzten Wochen sehr engen Austausch hatten. Ich bin sehr überrascht über die Opposition. Kaum Fragen, kaum Nachhaken, kaum Hinterfragen unserer Anträge. Kaum eigene Anträge. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir diesmal nicht bis 6 Uhr machen, sondern schon relativ früh fertig sein können. Wenn du jetzt guckst im Umgang mit der Regierung, hat sich da was verändert? Ist das anders geworden? Weiß die Regierung, dass bei so einer Dreierkonstellation, jetzt könnte man sagen, bei der CSU war es auch eine Dreier, aber dass das anders ist und dass man hier anders braucht? Ich kriege so das Feedback von meinen Ministern, die ja jetzt alle neu sind. Naja, bei euch müssen wir schon aufpassen. Wir können ja nicht einfach sagen, das wird jetzt so gemacht, wie wir das wollen. Klammer auf, auch weil du, Otto, als Haushälter auch immer die Rechte des Haushaltes wahrnimmst. Ich glaube, wir sind fair gegenüber der Regierung. Das waren wir auch in der letzten Legislatur. Wir sind aber auch deutlich gegenüber der Regierung. Also als typisches Beispiel, was uns ja jetzt auch länger beschäftigt hat, was machen wir, wenn Vorlagen zu kurz kommen und du eigentlich gar nicht mehr vernünftig beraten kannst? Winken wir das immer durch? Das war vielleicht eher der Ansatz des bisherigen Koalitionspartners oder sagen wir, halt, stopp, so geht das nicht. Und ihr könnt in 2 Wochen kommen und in den 2 Wochen müsst ihr sehen, wie ihr zurechtkommt. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man fair zu den Ministerien ist, auch erkennt, wenn da jetzt wirklich was beschlossen werden muss. Aber wenn man das Gefühl hat, da soll eine Beratungsfrist verkürzt werden, dass wir dann auch sehr konsequent auftreten. Und ich glaube, dass das prägt auch der Stil des Parlaments gegenüber der Regierung mehr als in der letzten Legislatur. Also, zum Schluss vielleicht, das ist jetzt sozusagen das Hochamt hier. Wir haben dann 2 Wochen jetzt keine Sitzungen, sondern machen Wahlkreis, werden aber wahrscheinlich nochmal wegen anderer Dinge hier sein. Und dann kommt die Haushaltswoche. Wir müssen für die Haushaltswoche ja noch ein Wort finden für die Schlussrunde. Ich sag mal so, habt ihr schon Ideen? Nee, tatsächlich nicht. Aber du hast scheinbar eine. Hast du eine Idee? Nee, ich hab noch keine wirkliche Idee. Also du musst erklären, warum wir ein Wort haben. Wir haben ja noch ein paar Stunden. Ja, also das muss man vielleicht zum Schluss sagen. Und das ist dann sozusagen gleichzeitig die Empfehlung, die Haushaltsdebatten im Plenum auch mal anzuschauen, weil man da dann in der Öffentlichkeit sehen kann, wie wir als Ergebnis darstellen, was wir im Haushalt gemacht haben. Und da gibt es in der Schlussrunde am Freitag vor der Abstimmung ein Codewort, das in jeder Rede vorkommt. Das hat man angefangen mit Frettchen. Herdenschutzesel hatten wir. Und ähnliche komplizierte Worte. Glatze war sehr gut. Ja, das war in der Zeit, wo ich nicht da war. Deswegen, ja, wir könnten es nochmal an. Nein, das wollen wir auf keinen Fall tun. Warst du bei Reeperbahn-Festival da? Ja. Ja. Also, und das ist vielleicht auch noch wichtig, Haushaltszahlen sind trocken nüchtern, aber ich glaube, wir drei können zeigen, dass man es immer mit einem gewissen Augenzwinkern tut. Und dafür danke ich euch, denn das macht es menschlich angenehm. Elf Berlin aus dem Büro eines SPD-Abgeordneten mit einem grünen Abgeordneten zur Bereinigungssitzung. Was ihr da genau erfahrt, hört einfach rein, schaut rein, 1111 Berlin, Bereinigungssitzung.
Untertitel: Wie hindere ich Otto Frick am Geld ausgeben?